Jetzt. Also. Der TOP hat wieder ein paar Filme. Fangen wir an mit Red Wedding Night. Auch bekannt unter dem Film Hatchet for the Honeymoon. Ein italienischer Giallo aus 1970. Mit einem 24-seitigen Booklet. So schaut es innen aus. Weiß es sein. Der läuft jetzt gerade bei mir am Blu-ray Player. Beziehungsweise auf der PlayStation 4. Naja. Geht. Ist in Ordnung der Film. Was du alles haben, was du siehst. Ja, meine Mutter so. Dann gehen wir nächstes Mal mit dem Film ansehen. Auch bekannt oder eher bekannt als Tenebre. In so einer, wie soll man das nennen? Ja, nicht wahrscheinlich schon ein Mediabook, aber das ist Pappe. Pappe? Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Umweltsache. Keine Ahnung. Ja, ich habe es halt gekauft, weil sobald ich mich erinnern kann, war das, ich glaube, die billigste Version oder die einzig verfügbare auf der Seite, wo ich immer bestelle. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Wenn ich mir aber alles merke, messe, dann brauche ich dir so ein Bier. Ehrlich gesagt, das ist scheißegal. Dann geht weiter mit Insel der Verdammten. Habe ich noch nicht geguckt. Konnte also nichts dazu sagen. Wieso? Ich sage ja sowieso nichts dazu. Ich da ist ja nicht Review und ich halte bloß einfach den Film mit Kamera. Mehr nicht. Trottel! Dann haben wir ein Filmchen. Das ist eine 4-Disc Limited Edition importierten Mediabook. Astaron, die Brut des Schreckens. Mit, erstmal aufs Schößchen legen, mit einem Poster. So, schaut das aus. Vorne, hinten, oder hinten und vorne, keine Ahnung. Egal! Und so schaut das von innen aus. 3 DVDs und eine Blu-ray. Und ein Booklet mit. Mit. Dann haben wir wieder. Da sind das. Sind da eine? Steht das irgendwo? Nein, haben sie dafür geschrieben. Wurscht, ich soll es jetzt auch nicht. Aber wir haben wieder ein Booklet. Top vorbereitet! Ey Mann, ich bin besser vorbereitet bei Olli und Kahn. No front an Olli. Macht schon das Lane. Langt. Oh, mein kleines Filmchen. Nennt sich Sleepaway Camp 2. Den habe ich gesehen. Naja. Et jed. Glaube ich, so um die Berliner. Et jed. Gibt Schlimmeres. Aber ein schön brutales Filmchen. Martyrs in der Encore-Version. Ich find den hart. Wobei ich aber sagen muss, ich find Inside härter.
Aber ich konnte nicht mit High Tension und Frontiers vergleichen, weil ich die Filme nicht in der Sammlung habe und somit auch nicht gesehen. Ändert aber nichts daran, dass Martyrs ein doch sehr mega geiler Film ist. Um das einfach mal so gesagt zu haben. Dann haben wir als ganz einen extremen Kontrast dazu. 20 Mal Haudegen Action in einer Box. Bud Spencer. Terence Hill. Mit insgesamt 20 Filme. Und die waren folgende. Joe, der Galgenvogel. Django und die Bande der Gehängten. Der Supercop. Auch die Engel essen Bohnen. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Der Dicke ist nicht zu bremsen. Der Bomber. Bat, der Ganovenschreck. Banana Joe. Zwei sind nicht zu bremsen. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Zwei bärenstarke Typen. Zwei außer Rand und Band. Zwei Asse Trumpfen auf. Vier Fäuste gegen Rio. Vier Fäuste für ein Halleluja. Zweimal. Einmal in der Kino- und einmal in der Comedy-Fassung. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Die Miami Cops. Und das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bleibt gesund. Auf Wiedergehört.